Menstruation wird zwar besser besprochen, also zum Beispiel in den Medien, in der Werbung wird jetzt seit ein paar Jahren zumindest schon mal mit roter Farbe Menstruationsblut dargestellt, aber es ist immer noch ein peinliches Thema. Also gerade wenn wir auch über Pubertät nachdenken, ist es einfach so schambehaftet, dass dadurch alleine schon super viele Hürden entstehen, gerade bei Kindern und Jugendlichen nach Menstruationsartikeln zu fragen. Und wenn ich mich selber an meine Zeit im Studium erinnere, ob es irgendwo frei zugänglich, selbst in privaten Toiletten, Tampons oder Binden gab, kann ich ganz klar Nein sagen. Ich glaube, das hat auch was mit Scham zu tun. Neben öffentlichen Gebäuden und Schulen auch alle sozialen Einrichtungen, also einfach jeder Ort, wo Menschen hinkommen, entweder zusammenkommen aus privaten Anlässen, aus Beratungsgründen, weil sie Bedarfe haben, weil sie irgendwas brauchen, sollte einfach überall da sein, weil es verlangt ja auch niemand von uns, dass wir unser eigenes Toilettenpapier mit uns rumtragen. Also warum dabei Menstruationsartikeln einen Unterschied machen? Ich war positiv überrascht, wie positiv das Thema aufgenommen wurde und hoffe, dass eben das nicht nur positiv aufgenommen wurde, sondern dass eben auch mit finanziellen Mitteln unterlegt wird, weil am Ende steht es und fällt es immer mit den Finanzen. Es gibt jetzt seit 2020, gibt es so das große Beispiel Schottland, es gibt Projekte in Neuseeland, es gibt Schulen in Deutschland, es gibt Schulen in Brandenburg, die das alles getestet haben. Also ich glaube, wir haben ausreichend Daten und Material, um nicht mehr testen zu müssen, um keine Pilotphase mehr machen zu müssen. Wir brauchen Haushalt, wir brauchen Geld und dann soll es losgehen. Am besten jetzt. Ich glaube, da fällt mir so niemand weiter ein. Ich bin mit ein paar Menschen befreundet, die Politik machen, mit denen gehe ich sehr gerne essen.